Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich habe mal wieder Lust, einen Vlog zu drehen. Wir sind noch immer inmitten der... Kannst gleich gucken, ja? Inmitten der Corona, ich sag mal Quarantäne bzw. Ausgangsbeschränkung. Und wir haben gestern war Sonntag, ein bisschen umgeräumt und ganz viel aussortiert, sauber gemacht, aufgeräumt und eben aber vor allem auch umgeräumt und noch ein bisschen geplant, wie wir hier noch ein bisschen was so umgestalten können. Also zum einen, weil uns langweilig war und zum anderen, weil wir einfach noch ein bisschen Abwechslung brauchen wollten, was auch immer. Und ich stehe hier gerade im Kinderzimmer, der Karl ist auch mit hier und ich zeige euch jetzt mal, was wir hier umgeräumt haben. Zwar seht ihr hier in der Ecke Karls Küche, die steht jetzt hier. Das ist zwar noch nicht der endgültige Platz, aber erstmal noch vorübergehend. Die passt hier ganz gut hin. Hier stand vorher eine große Kiste mit so Kuscheltieren und Decken. Und die Kuscheltiere sind jetzt hier im Schrank und die Decken sind in der Stube. Und hier steht jetzt erstmal die Küche. Final kommt die Küche allerdings hier hin. Also von hier bis hier passt die Küche super hin. Die Tür geht dann trotzdem noch problemlos auf. Der Stuhl kommt dann ins Schlafzimmer und hier kommt die Küche hin. Und was hier hinkommt, blende ich euch jetzt ein. Und zwar bestellen wir heute oder morgen oder so einen kleinen Tisch für den Karl. Der passt hier auch noch perfekt hin, neben das Maßband und mit zwei Stühlen. Und zwar zum Malen und Basteln. Also ich sagen wollte, wir haben in der ganzen Zeit immer wieder gemalt und gebastelt. Und... Willst du auf meinen Schoß? Ja. Ach, du willst allein auf den Stuhl? Ja. Okay. Und haben da das eigentlich immer auf dem Küchenfußboden gemacht. Und wir haben uns überlegt, dass wir ihm jetzt gerne mal so einen kleinen Tisch schenken wollen mit Stühlen, dass er dann hier in seinem Zimmer auch malen und basteln kann. So, und ich gehe jetzt mal hier ein Stückchen weg. Wir haben hier noch drei Bilder aufgehängt. Ich guck mal, man erkennt jetzt ja eh nicht, was da drauf ist. Das ist Karl mit seinen Verwandten, als er ganz klein war. Die haben wir, die wollten wir schon ganz lange mal aufstellen eigentlich, aber jetzt haben wir keine schöne Position gefunden. Willst du da hoch? Ja. Und dann? Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben keine schöne Position gefunden, wo wir es hinstellen können. Deswegen haben wir die jetzt aufgehängt. Genau. Das sind so die Änderungen hier im Kinderzimmer. Ihr seht auch hier, sein Regal ist relativ leer. Hier unten kommen seine ganzen Autos rein. Er hat so drei große Holzautos, beziehungsweise zwei und einen Anhänger. Und die kommen in die untersten Fächer und der Rest kann er sich selbst dann einrichten mit Mal- und Bastelzeug. Er hat da seine Freiheit, sag ich mal. Und ich glaube, das Regal füllt sich noch schnell genug mit größeren Spielsachen, wenn es dann irgendwann Duplosteine gibt oder sowas. Also ich glaube, da ist genug Variabilität für ihn. So, das haben wir hier umgeräumt. Hier schon im Flur. Hier fehlt jetzt nur gerade das Kunstfell, was wir drauf hatten. Das ist in der Wäsche. Hier war bisher unser Staubsauger. Also da das Gatter jetzt eigentlich immer offen bleibt, damit er jederzeit zu seiner Küche im Kinderzimmer gehen kann. Den Stuhl hat er übrigens gerade verschoben. Sehr schön. Und das hier ist übrigens der Hocker, wo wir dann drauf sitzen, wenn er hier spielt. Auf jeden Fall haben wir hier den Staubsauger weggeräumt, weil der Karl den sonst immer nur geärgert hätte. Also von seiner Position gebracht. Und die ganzen Schuhe liegen jetzt hier, weil die hatte ich eigentlich hier schön aufgestellt, hat der Karl jetzt allerdings weggeräumt. So, das haben wir hier im Flur umgeräumt. Und hier in der Stube, hier dazwischen stand ja die Küche. Dazu mussten wir den Schrank hier nach links schieben. Das war aber nicht ideal, weil die Lampe hier war ultra eingequetscht und so. Und jetzt haben wir den Schrank wieder so weit rüber geschoben, dass der Abstand von hier und von da hinten gleich ist. Und der Staubsauger, seht ihr jetzt, der wohnt jetzt da unten drunter. Das heißt, der hat da unten drunter seine Basis und ja, wir haben jetzt hier dazwischen nichts. Eigentlich wollte ich dazwischen ein kleines Körbchen hinstellen mit so Decken. Zum einen, dass wir, wenn wir auf dem Balkon sitzen und es ist kalt draußen, dass wir uns da abends einfach die Decken schnell aus dem Körbchen holen können. Ich blende euch jetzt auch ein Bild ein, was ich für ein Körbchen meine. Also kein hässliches. Und zum anderen halt, wenn wir hier auf dem Sofa sind, hier ist jetzt gerade gar keine Decke, weil die sind alle in der Wäsche, aber dass wir uns da halt auch Decken holen können. So, allerdings wollte Philipp das Körbchen nicht und deswegen haben wir dann noch in unserer Kommode, also
in der Kommode noch ganz viel ausgemistet und da ist jetzt im obersten Schubfach, sind da jetzt Decken drinnen. So, dann habe ich noch einen neuen Wäscheständer bestellt, blende ich euch jetzt auch ein. Der sieht sehr lustig aus, zum einen ist der grün, weil unser Balkon ja so auch im Farbstil grün-weiß gehalten ist. Und zum anderen hat der ja noch viel mehr Ausklappfläche als so ein normaler Wäscheständer. Denn unser Wäscheständer ist kaputt gegangen, da ist erst was umgebogen, dann ist es zerbrochen, jetzt ist noch was abgegangen, weil es durchgerostet ist und der hat auch überall so Rostspuren und ich habe einfach Lippenstift am Zahn. Auf jeden Fall habe ich halt auch keinen Bock, dass ich mir da immer die Wäsche versaue und der ist halt wirklich kaputt und deswegen, genau, habe ich einen neuen bestellt. Und ich habe einen Abtreter für den Balkon bestellt. Da kann ich euch jetzt auch einblenden. Dadurch, dass wir jetzt den Sandkasten auf dem Balkon haben, will ich nicht, dass der Kerl immer den Sand mit reinträgt. Und deswegen haben wir jetzt einen schönen Abtreter bestellt, wo er sich immer die Schuhe sauber machen kann, bevor er reinkommt. Oder worauf er die Schuhe auch ausziehen kann. Also er kann sich da draufsetzen und die Schuhe ausziehen. So, und falls das demnächst innerhalb des Vlogs noch ankommt... Sandkasten? Du kannst mal gucken, aber wir gehen jetzt gerade nicht raus, weil es ist gerade sehr kalt und vorhin hat es auch geschneit. Es ist März und es hat geschneit. Genau, was ich sagen wollte, falls es jetzt noch innerhalb von dem Vlog ankommt, kann ich euch das dann noch zeigen, wenn ich das unboxe. Oder ich drehe ein extra Haul, weil ich wollte eigentlich jetzt auch noch ganz viele Sommerklamotten für den Karl bestellen, weil er ist tatsächlich jetzt aus der 80 langsam rausgewachsen. So. Was am Wochenende noch passiert ist, kam immer auf. Der Sandkasten hat Deckel bekommen. Zwei Deckel, die man an der Seite dann hoch, also aufstellen kann sozusagen. Und dann seht ihr hier diese Holzvorrichtungen, die kann man hochschieben und dann klemmt man die Deckel dahinter. Und dann ist das praktisch hier als Barriere, dass der Karl keinen Sand und keinen Sandspielzeug rauswirft. Und hier gab es noch eine Stufe, dass der Karl da reinklettern kann. Und hier das Brett, das ist jetzt ein Deckel für sein Sandspielzeug. Und das muss natürlich alles noch gestrichen werden. Ach, seht ihr hier übrigens den kaputten Wäscheständer? Das sieht in ausgeklappt noch viel schlimmer aus. Da ist nämlich noch ultra viel verbogen. Genau, das wird noch gestrichen. Und dann kommt hier der Abtreter halt hin und ja. So, und was ich total vergessen habe, wir haben auch im Schlafzimmer ein bisschen umgeräumt, beziehungsweise vor allem aufgeräumt. Ich blende euch jetzt eine Szene aus einem letzten Video ein. Also aus einem vergangenen Video ein, wie es hier mal aussah. Nur, dass ihr Bescheid wisst und jetzt seht ihr, wie es jetzt aussieht. Ich präsentiere... Okay, ignorieren. Nein, also jetzt nochmal im Ernst. Wir haben aufgeräumt. Ich weiß nicht, ich muss mal hier noch 10 cm weggehen. Also, ob ihr das gesehen hattet, aber der hier lag hier eigentlich so. Weil da ging ja hier so, das war ja so eine schöne Treppe mit dem hohen Kallax, dann dem mittleren und dann dem, ne? Also immer halbiert. Aber eigentlich, hier war bis vor kurzem noch nichts drin. Also der war einfach nur noch leer. Und dann, da stand der Drucker drauf, da ist aber immer der Karl rangegangen, deswegen haben wir den Drucker jetzt hier hochgestellt. Und dann dachte ich mir so, ich will den eigentlich weghaben, also diesen Zweier hier. Also habe ich den einfach weggenommen, habe da hinten gestaubsaugt. Dann meinte Philipp so, ja, wir können ihn auch aufrecht hinstellen. Ich dachte mir so, okay, dann stellen wir ihn halt aufrecht hin. Das und das mal bitte wegdenken. Und die drinne darf es aussehen, wie es möchte, weil wenigstens haben wir es irgendwie eingeräumt. So. Der Sack hier ist Kleiderspende, der wird verkauft und den nehmen entweder meine Eltern oder halt nicht. Ich habe jetzt diesen Stuhl hier, weil ich auf diesem Stuhl immer Rückenschmerzen bekommen habe. Genau, also ihr seht hier aufgeräumt, Zweitbatterie, unsere ganzen Lichtzeugs, Kamerazeugs, Körnerkissen. Ja, aber wenigstens haben wir aufgeräumt und haben ganz viel ausgemistet und hinter mir steht einfach so eine USB-Platte, heißt das so? Super, aber wenigstens liegt da keine Axt mehr, da lag nämlich bis gestern noch eine Axt. Jo, wir sehen uns wieder beim Unboxen von den neuen Sachen, die wir bestellt haben. Halt, stopp, kleiner Einspieler, und zwar steht jetzt fest,
Ich werde ein neues Video machen für das Unboxing von den ganzen Sachen, zum einen für die Wohnung und Karls Klamotten. Da wird es bald einen kleinen Unboxing-Haul, was auch immer, ein extra Video geben. Deswegen seid gespannt und wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne abonnieren. Und dann wird es eins der nächsten Videos und je nachdem, wie schnell all die Sachen ankommen. Genau, jetzt gebe ich aber wieder zurück in die Vergangenheit. Und dann werde ich jetzt mal gucken, was ich jetzt mache. Ich habe gerade irgendwie nicht so viel zu tun, der Karl schläft. Wir sind jetzt 15:56 durch diese Zeitumstellung. Der Karl ist jetzt erst eingeschlafen. Er macht jetzt um 16 Uhr Mittagsschlaf. Und der Tag ist super schnell vergangen. Wir haben bis um 10 geschlafen. Dann hatte ich mittags so eine Videokonferenz-Test-Dingster-Bumster für die Uni, weil es ja sein kann, dass das Semester jetzt nur noch per Videokonferenz stattfindet. So, und dann damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht seid ihr auch inspiriert worden, ein bisschen in eurer Wohnung umzuräumen, jetzt während der Zeit, wo man eh nichts anderes irgendwie machen kann. Und zum einen, da man sich ja die ganze Zeit in seinen eigenen vier Wänden aufhält, soll man sich da drin ja wohlfühlen. Also ist das ja auch nochmal ein Grund zum Umräumen. Und zum anderen, Veränderung schafft Abwechslung. Deswegen, auch deswegen kann man umräumen. Da vergeht auch die Zeit. Und aussortieren und umräumen macht ja auch Spaß. Und dann ist es vielleicht nicht so langweilig. So, aber jetzt genug geredet. Wir sehen uns im nächsten Video.